Zu Gast heute im Literaturclub ist die Schauspielerin und Autorin Katja Riemann und mit ihr sprechen wir über den neuesten Coup des Erfolgsautors Ferdinand von Schirach. Wie kommt der da hin? Der Literaturclub aus dem Papiersaal Zürich. Guten Abend, herzlich willkommen, bienvenue im Literaturclub im Papiersaal in Zürich. Ja, es ist Ende Februar, 2 Jahre ist es schon nun her, dass Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat und die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljatschuk, die eben in Zürich im Literaturhaus zu Gast war, sagte, Literatur kommt zwar nicht gegen den Krieg an, aber sie kann Rettung sein für Einzelne und sie kann helfen, die grausame Realität zu reflektieren. Helfen zu reflektieren, helfen zu verstehen, das tun auch die Bücher, über die wir heute sprechen. Und ich freue mich sehr, 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 dass Katja Riemann heute mit uns diskutiert. Eine der prägendsten Schauspielerinnen weit über Deutschland hinaus. Und sie ist auch Autorin, UNICEF-Botschafterin und Menschenrechtsaktivistin. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Und in der Runde begrüße ich ebenso herzlich die Germanistin und Literaturkritikerin Daniela Striegel, den Schriftsteller Lukas Berfuß und unser Vorleser heute ist der Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossart und ich freue mich jetzt schon, dass er in der Sendung auch gemeinsam mit Katja Riemann lesen wird. Ja, und damit kommen wir zu den Büchern, über die wir heute sprechen wollen. Daniela Striegel, was haben Sie mitgebracht? Ich habe mitgebracht Mini-Horror von Barbie Markovic. Das sind kurze Geschichten an der Grenze zwischen Realität und Skurrilität. Ja, man kann auch sagen Fantasie. Geschichten, in denen immer wieder der Alltag kippt in eine bedrohliche Situation, aber auf durchaus lustige Weise. Lukas Berfuß. Ich habe eine Graphic Novel mitgebracht von der Autorin Barbara Jelin und es ist die Lebensgeschichte der Emmy Arbel. Eine so brisante wie aktuelle Annäherung an ein Thema, das leider nicht vorübergeht. Katja Riemann. Ich habe mitgebracht das Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Sie sagt, er sagt, was auch bereits verfilmt wurde. Und es geht der Frage nach, wie können wir beweisen, dass eine Frau vergewaltigt wurde? Und wie sehr ist Misstrauen Frauen gegenüber bereits verankert? Ja, und ich habe einen Roman dabei und ich sage es jetzt schon, der mich auf allen Ebenen begeistert hat. Er heißt Glänzende Aussicht, ist von einer der bekanntesten Autorinnen Chinas, Fang Fang. Und es geht darin um eine in Armut lebende Familie und es ist so unerbittlich und dann doch wieder mit so absurdem Ernst. Also ich bin gespannt, ob die Runde heute genauso angetan ist wie ich. Jetzt kommen wir direkt zu Ihrem Buch. Oh mein Gott. Katja Riemann. Sie haben ein Theaterstück mitgebracht. Es ist ein Stück von Ferdinand von Schirach mit dem Titel Sie sagt, er sagt. Und der Jurist Ferdinand von Schirach ist einer der erfolgreichsten Autoren Deutschland. Nahezu alles, was er schreibt, wird zum Bestseller. Und die Titel seiner Bücher, die verraten es schon, so wie Schuld oder Verbrechen, Strafe. Es ist immer eine Auseinandersetzung mit unserem Rechtssystem, mit Recht und Gerechtigkeit. Und Ferdinand von Schirach ist eigentlich ganz ähnlich wie Sie, Katja Riemann. Er springt zwischen den Künsten hin und her, zwischen Buch, Theater, Film und er ist auch ein Spezialist des Medienspektakels, nicht wahr? Also auch das Stück, was wir heute besprechen, ist just als Buch herausgekommen und seit gestern im ZDF zu sehen. Katja Riemann, worum
geht es in diesem Stück? Also erstmal würde ich sagen, fand ich so ein bisschen passend aus den vorgeschlagenen Büchern seitens eurer Redaktion, dass ich das Theaterstück nehme. Das hat irgendwie, kann man irgendwie verstehen oder so als Schauspielerin, dass ich das nehme. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder das Publikum, das weiß die ZuschauerInnen, es gibt ja auch einen Film inszeniert von der großartigen Maria Schrader, der heißt auch She Says. Mhm. Und da geht es eigentlich um die Aufklärung und wie MeToo ins Rollen gebracht wurde. Und Schirach versucht es jetzt eben, also auch wie er sich... ich muss es nicht vergleichen. Er nimmt wieder ganz konkret einen Fall und spaltet den auf und lässt ihn von allen Seiten beleuchten. Und immer der oder die spricht, mit der ist man. Und denkt, genau, so, das, ja klar, das ist das Argument. Und dann kommt die nächste Person. Denkt man, oh weia. Und das, was ich gerne noch ergänzen möchte, was ich auch interessant finde, ich kann das sonst auch ganz kurz vorlesen oder so. Also, was ist das Narrativ der Vergewaltigung? Mhm. Man sagt, das ist eben eine Frau, die irgendwie im Dunkeln von einer gänzlich unbekannten Person sonst wo in einen Hintereingang gezerrt wird. Aber in da, wo wir leben, entsteht, also ist Vergewaltigung vor allem dort zu finden unter den Menschen, die uns bekannt sind. Ganz genau. Es gibt diesen sogenannten Vergewaltigungsmythos. Ja, genau. Und in diesem Stück ist es so, dass die Frau, die Figur Frau Schlüter, behauptet, sozusagen ihr Ex-Geliebter habe sie vergewaltigt. Und ich würde gerne, damit die Zuschauer und Zuschauerinnen eine Idee davon bekommen, wie die Beziehung ist zwischen dieser Frau Schlüter und ihren Ex-Geliebten und das auch ein Grund ist, warum ihr nicht geglaubt wird, dass sie vergewaltigt wurde, würde ich gerne einmal schnell reinhören und Sie direkt jetzt auch zur Lesung bitten. Und zwar haben wir jetzt eine kleine exklusive Theaterlesung hier im Literaturclub. Und zwar liest Katja Riemann die Figur von Frau Schlüter, die eben ihren Ex-Geliebten der Vergewaltigung bezichtigt. Und Hans-Peter Müller-Drossart liest den Vorsitzenden Richter. Und wir befinden uns in einem Gerichtssaal, in einem Landgericht. Bitte schön. Frau Schlüter, können Sie uns schildern, was diese Beziehung für Sie bedeutete? Ja, ich versuche es. Wissen Sie, ich bin seit 17 Jahren verheiratet. Ich habe zwei tolle Mädchen. Mein Leben ist geradlinig verlaufen. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Auch in meinem erwachsenen Leben gab es keine Katastrophen. Ich hatte ein zufriedenes Leben. Aber dieser Mann, er war... Lassen Sie sich Zeit. Er war das große Glück meines Lebens. Ja, er war tatsächlich die Liebe meines Lebens. Ich weiß, das klingt kitschig. Ich hätte nicht gedacht, dass mir so etwas passiert. Nicht einmal, dass so etwas überhaupt möglich ist. Waren Sie in Ihrer Ehe glücklich? Das ist ja ein großes Wort. Ich hatte immer schon depressive Phasen, auch in meiner Ehe. Ich hatte das Gefühl, auf etwas zu warten, ohne zu wissen, worauf. Was bedeutet das? Nun, ich glaube, wenn ich vollkommen glücklich in meiner Ehe gewesen wäre, wäre eine solche Beziehung wie die zu Christian Tiedel gar nicht möglich gewesen. Ich verstehe. Wie oft haben Sie sich getroffen? Fast jede Woche. Das waren organisatorische Meisterleistungen. Er ist ja auch verheiratet. Und das ist gleichzeitig das Scheußliche an dieser Beziehung gewesen. Dass er verheiratet war? Nein, dass jeder von uns dauernd lügen musste. Wir mussten unsere Familien anlügen. Es war grässlich. Wir haben beide darunter gelitten. Hatten Sie eine Zukunft geplant? Es war anders. Wir haben uns oft ein Leben zusammen vorgestellt, aber wir haben dabei die Trennung von unseren Familien ausgeklammert. Darüber wollten wir nicht reden. Es war zu viel Realität. Ich kann es nur schlecht verständlich machen. Doch, ich glaube zu wissen, was Sie meinen. Die Beziehung dauerte 4 Jahre. Ja. Veränderte sie sich? Sie wurde intensiver. Oder nein, das ist das falsche Wort. Intensiv war sie von Anfang an, inniger, meine ich. Ja, sie wurde inniger. Aber nach 4 Jahren trennten sie sich trotzdem. Warum? Weil es nicht mehr anders ging. Was ging nicht mehr? Die Lügen. Wir fühlten uns beide sehr schlecht. Es war furchtbar, mit einem Betrug zu leben. Das geht nicht auf die Dauer. Man verliert die Achtung vor sich selbst. Haben Sie darüber gesprochen? Natürlich.
Haben Sie von ihm oder hat er von Ihnen gefordert, sich aus der Ehe zu lösen? Nein. Wir haben überlegt, wie wir gemeinsam springen können. Springen? Was ist damit gemeint? Springen in ein neues Leben. In ein gemeinsames neues Leben. Wir stellten uns dieses Leben vor, aber wir hatten beide nicht den Mut zum Absprung. Wie kam es dann zur Trennung? Von wem ging das aus? Wir haben das gemeinsam entschieden. Die Lügen hatten uns mürbe gemacht. Mürbe und müde. Wo fand dieses letzte Gespräch statt? Am Telefon. Haben Sie sich dabei gestritten? Nein, im Gegenteil. Wir haben miteinander geschlafen. Es war sehr innig und intensiv. Ich glaube, wir wussten beide, dass es das letzte Mal war. Irgendwann sind wir aufgestanden und vor dem Hotel ist dann jeder in eine andere Richtung gefahren. Und nach ungefähr 10 Minuten haben wir von unseren Autos aus miteinander telefoniert. Fast 2 Stunden. Und in diesem Telefonat haben wir uns entschieden, uns endgültig zu trennen. Es war nicht dramatisch. Es war nur traurig. Was dachten Sie? Dass ich jetzt zu meinem Mann und zu meiner Familie und in mein altes Leben zurückgehen werde. Ich wusste, dass ich die Liebe meines Lebens verloren hatte. Ich hatte nur einfach nicht den Mut und die Kraft zu springen. Danke. So, schon wieder. Ja, Katja Riemann, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Lesung. Man könnte jetzt einfach auch ewig weiterhören. Und wenn man weiterhört, dann erfährt man eben, dass diese innige Liebe, von der wir jetzt gerade gehört haben, dass die dann in einer Vergewaltigung endete. Daniela Striegel, wie ging es Ihnen mit dem Theatertext? Naja, Herr von Schirach wird ja des Öfteren mit Kleist verglichen. Und da muss ich sagen, ich würde es doch etwas tiefer ansetzen. Das Stück ist nicht von ungefähr gleich verfilmt worden. Es liest sich eigentlich schon wie ein Drehbuch. Und ich glaube, das Drehbuch stammt ja auch von Ferdinand von Schirach. Obwohl einige Ungereimtheiten, die im Stück auffällig sind, in dem Drehbuch nicht mehr vorkommen. Das Stück ist sehr gut gemacht. Mhm. Es lebt von überraschenden Wendungen, Sie haben es ja schon gesagt, von Perspektivwechsel. Interessanterweise ist das, was man vermutet, und das ist originell von Schirach, nicht das, was er ausschlachtet als Thema. Nämlich die eigentliche Vergewaltigung passiert ja sozusagen in actu, in einem Akt, der nicht als Vergewaltigung beginnt. Und daraus macht er aber nicht die Frage, ob das jetzt eine vollgültige Vergewaltigung ist, sondern es geht einfach darum, dass beide die ganze Situation völlig anders erzählen. Und das ist, finde ich, ein interessanter Ansatz. Sprachlich ist es halt, würde ich sagen, reicht es nicht an die Kurzgeschichten von Schirach heran, weil zu viel gesagt wird und zu viel erklärt wird und zu wenig offen gelassen wird. Für mein Empfinden. Zu wenig offen gelassen, obwohl ich auch darüber noch mal sprechen wollte, dass das Ende ja sehr offen gelassen ist und Schirach ja eigentlich auch Position für die Frau dann hätte nehmen können, sich entscheiden können. Aber Lukas Bärfuße sind ja auch mit dem Theater eng verbunden. Vielleicht kann ich sogar in dem Moment auch gerade sagen, dass am 11. Juni sie Premiere feiern mit dem Welttheater. Wie ging es Ihnen mit diesem Theatertext? Ja, also der Autor verhandelt ja sehr, sehr wichtige Dinge und Probleme, die wir täglich auch in der Zeitung lesen. Und er verhandelt die Frage, ob unsere Justiz überhaupt so etwas herstellen könnte wie Gerechtigkeit und was ein Opfer ist und wie man eigentlich die Wahrheit feststellt anhand von Tatsachenbeweisen. Und er macht das, und Sie haben es schon gesagt, eigentlich mit dem Handwerksbesteck des Well-Made-Play. Das heißt, er versucht gar nicht, jetzt einen doppelten Boden hineinzuziehen, sondern er bleibt sehr stark bei seinem Thema. Und er interessiert sich für eine Sache überhaupt nicht, und das ist die Sprache selbst. Mhm. Dieser Text wird sich seiner selbst nie bewusst.
dieser Text hat nie ein Gefühl, ein Bewusstsein für die eigenen Grenzen, weil wir müssen uns alle die Frage stellen, was das eigentlich genau ist, mit dem wir unsere Gefühle ausdrücken und wie können wir über das Innenleben von uns überhaupt reden. Ich glaube, das war auch überhaupt nicht der Ehrgeiz jetzt von Ferdinand von Schirach. Das wollte er gar nicht. Deshalb wäre es auch ein bisschen unfair, ihm das vorzuwerfen. Etwas würde ich trotzdem bemängeln, und Sie haben es schon gesagt, es liegt in der Natur der Sache, dass er mit dieser Methode an kein Ende kommen kann. Ich hätte den Anspruch an ein Werk, dass es in dieser Offenheit trotzdem einen Punkt macht. Und das kann er natürlich nicht. Und er muss es am Ende noch einmal brechen, damit wir entlassen werden mit einer Frage, die wir eigentlich schon zu Beginn haben. Ja, mit der Frage, genau. Ja. War es vielleicht doch keine Vergewaltigung? Eben das da war es. Wenn das denn, also wenn wir davon ausgehen, dass es nur Tatsachenbeschreibungen sind, dann ist es augenblicklich klar, dass es eine Vergewaltigung ist, klar. Ja, so habe ich das auch gelesen. So haben auch viele diesen Film gesehen, dass die Frau ganz klar das Opfer war. Aber er lässt es eben sehr bewusst, glaube ich, am Schluss auch offen. Aber Sie haben eben diesen Vergewaltigungsmythos angesprochen, den ich so interessant finde. Dass man das Gefühl hat, eine Frau muss schreien während der Vergewaltigung, dass sie sich wehren muss, dass Gewalt da sein muss. Und man weiß ja inzwischen, und sagt ja auch diese Sachverständige, dass Frauen erstarren. Haben vielleicht die Medien auch wie so eine Form Mitschuld an so einem Bild? Oder? Das weiß ich nicht, aber ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen und also ich denke mal, viele Frauen auch hier unter uns, sehr viele haben ja Erfahrungen. Ja, und das hat ja, ich komme aus so einer Generation, wo man sich halt sehr dafür geschämt hat und viele, viele Jahre brauchte, bis man, oder in diesem Fall ich oder Freundin, sich trauten, da von ihren Erlebnissen zu sprechen. Und als ich jetzt auch im Vorfeld hier für heute Abend mit manchen Freundinnen sprach, sagte sie eine eben, dass ihr ein Anwalt oder Richter gesagt hat, wenn du jemals dir das passiert und du es anzeigen solltest und du bist vor Gericht, weine. Ah, ja. Weil dann, und das sagte ein Jurist, weil dann wird man dir glauben. Und was ich interessant finde, ihr werdet sicherlich auch von Virginie Despentes kennen, die King Kong-Theorie, die eben auch darüber spricht, ne, dass es eben alle Arten von Coping-Mechanismen gibt, damit umzugehen und es auch erlaubt, in Anführungsstrichen sein dürfte, einer Vergewaltigung so umzugehen, dass man sich nicht nochmal viktimisiert. Sozusagen. Es sollte da alles möglich sein, aber es gibt eben dieses Narrativ und das Bild im Kopf. Und so muss man dann sein, wenn man das nicht bedient, dann ist das gleich suspekt. Ja, genau. Ja, und Sie haben es ja zu Beginn schon gesagt. Ich meine, die Frau riskiert natürlich die Zerstörung ihres gesamten sozialen Umfeldes. Gut, dass Sie das nochmal sagen. Und wenn, und das stimmt tatsächlich, dass die meisten Vergewaltigungen geschehen eben im sozialen Nahbereich. Und dann steht man immer vor der Entscheidung, suche ich nach der Gerechtigkeit und nach Vergeltung und nach Rache oder entscheide ich mich für die Intaktheit meines sozialen Umfeldes. Und das ist natürlich eine Sache, die man eigentlich nur zu seinen eigenen Ungunsten entscheiden kann. Und deshalb ist Schweigen, und das werden wir in einem anderen Buch auch noch mal zum Thema haben, ist natürlich die Strategie von sehr vielen Frauen in dieser Situation. Was ich interessant fand, ich weiß nicht, ob ihr schon die Möglichkeit hattet, in dieses Fernsehspiel hineinzuschauen, was von einem sehr guten Regisseur inszeniert wurde. Das, vielleicht lag es daran, dass ich halt schon gelesen hatte oder so. Aber ich glaube, es hat mit dem zu tun, was Sie gerade sagten, mit der Sprache. Wir haben es ja jetzt auch gelesen. Und es ist, wenn du diese Sprache liest, es ist ja eben so versucht, so komplett zu befreien, ne? Also völlig zu schälen von jeglicher Emotionalität, ne? Sondern alle Antworten auch ganz korrekt und präzise und so verdichtet geradewegs. Also da gibt es ja in dem Sinne auch keine Unterschiede in der Sprache der verschiedenen Figuren. Ja, doch, das fand ich dann eben ein bisschen schade, weil der Taxifahrer aus Berlin, der schon, ist dann gleich Jargon. Das war der genau. Und aber der ist der Einzige. Das ist Jargon, ja, aber dann ist es eben Jargon. Und dann spricht er gerade so, wie man sich ja vorstellt, dass ein Taxifahrer in Berlin sprechen müsste. Und ich kenne sie ein bisschen und
Die sprechen vielleicht gelegentlich so. Aber apropos Sprache, jetzt noch mal zum Abschluss, bevor wir zum nächsten Buch kommen. Sie haben Kleist gesagt. Ich hatte einmal kurz gedacht, ist der Schirach vielleicht der neue Brecht im Sinne Brecht von Lehrstück? Ist es nicht auch ein bisschen ein didaktisches Stück, ein Lehrstück, wo man eben viel erfährt über Rechtssystem im Falle von Vergewaltigung? Ja, man erfährt viel, wie eine Verhandlung funktioniert, was vor Gericht nicht tauglich ist, was tauglich ist, wie Dinge in einem anderen Licht erscheinen, wenn sie erklärt werden. Aber Brecht würde ich doch nicht sagen, weil es fehlt dieser Verfremdungseffekt, es fehlt, sagen wir, das gesellschaftliche Anliegen, das jetzt über den Fall hinausgeht. Und in dem Zusammenhang, es ist eben ein Thema oder ein Anliegen in der Literatur, bestenfalls die halbe Miete. Mhm. Und dann fängt es eigentlich an, interessant zu werden. Und hier ist es so, dass die Überraschung nie von der Sprache kommt. Mhm. Überraschung kommt dadurch, dass wie im amerikanischen Rechtssystem, Fernsehdrama und kaum in der wirklichen Verhandlung, dann plötzlich ein Taxifahrer auftaucht, der vorher noch nicht vernommen wurde, oder zum Schluss die Ehefrau des Angeklagten irgendwie ins Spiel kommt. Also die Überraschung wird so à la Deus ex machina herbeigeführt. Und das ist letztlich unbefriedigend. Also es ist interessant, sich das im Fernsehen anzuschauen, aber ja, lesen würde ich dann doch lieber Brecht oder Kleist. Aber so oder so, es ist wirklich ein hochaktuelles Stück. Nicht nur auch, weil die EU-Kommission ja gerade das Sexualstrafrecht vereinheitlichen will. Und es zeigt eben auch, wie schwer es tatsächlich ist, eine Vergewaltigung anzuzeigen. Und das auch leider der Grund ist, warum Opfer es nicht tun. Wie gesagt, Sie können das Buch gerne nachlesen oder eben auch nachsehen in der ZDF-Mediathek. Und da gibt es auch eine Dokumentation mit Juristen darüber, über dieses Dilemma Aussage gegen Aussage in Vergewaltigungsfällen. Ja, bevor wir zum nächsten Buch kommen, komme ich gerne zu Ihnen, Katja Riemann. Ich habe es ja vorher schon angedeutet, Sie sind auch in vielen verschiedenen Künsten unterwegs. Einerseits kennt man Sie aus den populären Filmen, dann aber Arthouse-Verfilmungen, zum Beispiel Rosenstraße von Margarete von Trotter, wofür Sie in Venedig als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurden. Dann der Verdingbub, Schweizer Erfolgsfilm. Stella, jetzt in den Kinos zu sehen. Sie waren aber auch auf vielen Theaterbühnen. Sie machen literarische Lesungen. Sie sind als Musikerin tätig und zu alledem noch betreiben Sie seit Jahren humanitäre Arbeit als UNICEF-Botschafterin, auch für Amnesty International. Und über dieses Engagement handelt auch Ihr neuestes Buch, das morgen bei S. Fischer erscheint. Es heißt Zeit der Zäune, Orte der Flucht. Und Sie beschreiben in diesem Buch Ihre Besuche in geflüchteten Camps auf der ganzen Welt, im Irak, Jordanien, Griechenland. Und Sie schreiben das essayistisch, literarisch. Dann gibt es wieder Interviews mit Fachpersonen. Was war für Sie der Antrieb, der Erstgedanke zu sagen, ich möchte gerne Menschen mit Fluchterfahrung begegnen? Ja, ich wünschte, ich hätte da so ein schönes Schlüsselerlebnis zu berichten, habe ich aber nicht. Was mir in die Quere kam, war die Pandemie bei meinem ersten Buch, sodass die eben eine Woche nach der Veröffentlichung meines ersten Buches meine gesamte Lesereise und alle Buchmessen und Literaturfestivals lahmlegte, sodass mein bezaubernder Lektor, der jetzt heute der Chef der Fischer Verlage ist, Oliver Vogel, sagte, Katja, du musst weiterschreiben. Und das war, glaube ich, auch ein sehr liebevoller Kniff, quasi um gegen die Frustration oder auch letztlich die Traurigkeit hinwegzukommen, indem man im Diskurs bleibt und weiterschreibt. Und das habe ich dann getan. Und dabei ist dann dieses Buch herausgekommen. Aber ich würde gerne ergänzen wollen, weil es ist nur die halbe Wahrheit. Weil wenn ich jetzt quasi in die Camps irgendwie dieser Welt, wie Sie sagten, gefahren würde, würde ja irgendwie das so eine Art Misery Porn oder sowas sein. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht vor allem um die Projekte von zumeist Theaterschaffenden, Filmleuten, KünstlerInnen, Schriftstellern, übrigens englische Schriftsteller, Ärzte, Traumatologen, auch Gottesmenschen, die gute Ideen entwickelt haben
und ich diese Projekte gesucht und gefunden habe und zu diesen Personen gefahren bin. Also um ein Beispiel zu nennen, ich bin nach Kurdistan, also in den Nordirak gefahren, zu einem Dr. Jan Kieselhain, Traumatologe und Psychologe, der hier in Deutschland in der Nähe von Stuttgart eine große Klinik hat. Und der sagte, wie können wir also die traumatologische Arbeit vor Ort machen? Und hat so einen Studiengang, einen Masterstudiengang in der Universität Dohuk aufgebaut, gemeinsam mit der deutschen Regierung, für PsychologInnen, sodass sie hinterher die traumatologische Arbeit in den Camps machen. Nur noch so ein Beispiel in Moria, also auf der Insel Lesbos, bin ich zum Beispiel einem Mann begegnet, zufälligerweise aus Afghanistan, der ist Lehrer. Und der ist halt durch das Camp gelaufen, wochenlang hat alle Lehrer gesucht, die jetzt halt in so einer Unterkunft in der selbstgebastelten leben. Das sind Lehrer, die haben studiert. So, und dann hat er eine Schule gegründet mit drei kleinen Räumen, so aus Plan, und hat dort 2400 Menschen unterrichtet, jeden Tag von 7.30 Uhr bis 20 Uhr, in Englisch, Griechisch, Mathematik und Kunst. Weißt du, ja, also das heißt, die schnelle Verallgemeinerung, die greift nicht. Wir müssen, glaube ich, achtsam sein. Das ist nie verkehrt, achtsam zu sein und vielleicht mal nicht so schnell eine Meinung parat zu haben. Weil wir können immer nur davon profitieren. Ja, und hinsehen und eben die Begegnung suchen. Und das, was diese vielen Orte in diesem Buch verbindet, sind eben die Zäune, Zeit der Zäune. Und Sie schreiben ganz am Anfang, dass Sie, ich zitiere, diese Zäune beschrieben haben in einer Zeit, die in Bilderflut ertrinkt. Und Sie schreiben, Worte sind langsamer als Bilder. Ja. Was meinen Sie damit, Worte sind langsamer als Bilder? Ja, das muss ich ja jetzt hier unter euch eigentlich gar nicht erläutern. Also kannst trotzdem versuchen, weil du hast ein Bild und dann ist es direkt quasi in deinem Kopf drin. Und ich habe aber versucht, nicht das Foto zu machen der Zäune, sondern habe mich hingesetzt und habe versucht, das zu beschreiben. Das heißt, du guckst ja schon noch mal ganz anders hin und siehst dann eben auch, also so ein Zaunmonster zu beschreiben, wie vielleicht das um Melilla herum gewickelt ist. Ne? Nur noch mal zur Erinnerung, Melilla ist Spanien und somit EU, aber auf dem afrikanischen Kontinent in Marokko. So, also das ist natürlich abgesperrt wie nach einem Reaktorunfall. So, aber da siehst du dann plötzlich, hat ein Hund seine Babys geboren. Oder ich gehe daran vorbei und weiß, wie ich mich verhalten sollte, weil ich instruiert wurde von meinen Friends. Und dann treten halt Personen raus. Und das ist dann der Grenzschutz auf der marokkanischen Seite. Andererseits ist es so, dass die Menschen gar nicht in Marokko bleiben wollen. Also müssen die Marokkaner etwas schützen, wegen was eigentlich? Das ist alles, es ist so ein bisschen absurd. Und dadurch haben wir eben diese, ich sag nochmal das böse Wort, Narrative gebildet. Und die Bilder, die Fotografien befeuern sie darin. Und ich glaube, wenn du das liest, wenn du dir die Mühe machst, das zu lesen, was entsteht dabei? Dein eigenes Bild, dein personalisiertes Bild, was natürlich irgendwie auch durch deine eigenen Erfahrungen und Emotionen geprägt ist. Das heißt, du musst dir den Zaun selber vorstellen, aufgrund der Worte, die ich zur Verfügung stelle. Und deswegen sind sie vermutlich nachhaltiger. Ja, das denke ich. Und somit sind wir eben auch schon wieder bei der Kraft der Sprache, bei der Kraft der Worte. Und das ist eigentlich ein sehr guter Übergang zum nächsten Buch. Ich habe nämlich ein Buch mitgebracht, das mich sprachlich umgehauen hat. Es heißt Glänzende Aussicht und ist von der Autorin, von der chinesischen Autorin Fang Fang. Und Fang Fang wurde hierzulande eigentlich ziemlich berühmt durch ihr Buch Wuhan Diary, Tagebuch einer gesperrten Stadt, wo sie das Alltagsleben im China während der Corona-Pandemie beschrieben hat. Ihre Texte darüber wurden in China verboten und sie erfährt seitdem auch staatliche Repressionen. Das Buch, was ich von ihr mitgebracht habe, hat sie schon 1986 geschrieben. Es ist erst jetzt auf Deutsch erschienen und darin geht es um eine Familie, die in krasser Armut lebt, im Wuhan der 60er und 80er Jahre. Und diese Familiengeschichte, wie die beschrieben wird, das ist eben so verrückt, weil das jüngste von 10 Kindern, stirbt 2 Wochen nach der Geburt. Und dieses tote Kind ist der Erzähler des Romans.
ist der Erzähler dieser Familiengeschichte. Und ich kann Ihnen gleich sagen, in dieser Familie haben alle einen fürchterlichen Charakter. Sie saufen, sie stehlen, sie lügen. Es ist sehr viel Grausamkeit und Gewalt. Und trotzdem ist man von jeder Figur sehr berührt, weil Fang Fang, und das ist das Verrückte wiederum, das in einer leichten Sprache beschreibt und sogar mit viel Witz. Lukas Bärfuß, wie ging es Ihnen mit dieser glänzenden Aussicht, die natürlich überhaupt nicht glänzend ist? Genau so. Ich weiß gar nicht, was ich noch hinzufügen könnte. Jetzt habe ich zu lange gesprochen. Ne? Vielleicht zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Das eine ist, wie unglaublich reich diese Geschichte ist und die chinesische Literatur, und dass ich auch bei diesem Buch wieder die Gelegenheit hatte, ein Gefühl dafür zu bekommen, in welcher historischen Resonanz diese Dinge passieren und wie überhaupt gar keine Ahnung wir hierzulande haben und wie ungebildet wir sind. Und ein Verlag wie, ein sehr verdienter Verlag wie Hoffmann und Campe kämpft eigentlich auf jeder Seite mit unserem Unwissen, weil es gibt ganz viele Asterixe und Erläuterungen, die jene Dinge erklären, die wahrscheinlich für chinesische Leserinnen und Leser vollkommen selbstverständlich sind. Ich habe auch festgestellt, dass es eine große Kontinuität gibt in der chinesischen Literatur, jetzt würde ich sagen seit 150 Jahren, oder dass auch Fang Fang mit einer Sache kämpft, die bei Lü Jun bereits ein großes Thema war. Und Lü Jun war eigentlich der Begründer der modernen chinesischen Literatur mit dem Tagebuch eines Wahnsinnigen. Und das wurde vor über 120 Jahren wurde das geschrieben. Die Frage nämlich, was ist eigentlich die Wirklichkeit und wer ist wahnsinnig und wer erzählt aus welcher Perspektive welche Realität? Dieses Kämpfen in einem totalitären System um die eigene psychische Gesundheit und darum, was eigentlich genau geschieht, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Der Humor hat mich auch beeindruckt und die Chuzpe. Also man muss sich vorstellen, ein solches Buch zu veröffentlichen, bereits in den 80er Jahren, das war sehr, sehr mutig. Und es gibt ein Datum, ich glaube, es ist der 4. Juni 1989, für meine Generation, die Niederschlagung des Aufstands auf den Tiananmen, hat dieser Reformbewegung, die in den 80er Jahren möglich war und auch solche Bücher ermöglicht hat, blutig niedergeschlagen. Und ein solches Buch wäre heute undenkbar. Und wir müssten diese Bücher lesen, weil wir machen so viel Handel mit der Kommunistischen Partei Chinas. Und es wäre eine notwendige Voraussetzung, um eine kritische Distanz zu haben und eine selbstbewusste Distanz, dass wir dieses Wissen und diese wunderbare Autorin zur Kenntnis nehmen. Daniela Strigel, sehen Sie das genauso? Wir müssen dieses Buch lesen. Es ist wirklich eine Empfehlung, auch von meiner Seite. Ich finde es auch überraschend, was vor diesem Massaker am Tiananmenplatz möglich war, weil wir sind ja hier in einem proletarischen Milieu. Und dieser Arbeiterfamilie geht es aber hundsmiserabel. Also das ist in den 80er Jahren, die leben so wie vielleicht bei uns um 1900. Knut Hamsun in Hunger. Knut Hamsun ja. Zum Beispiel, oder einfach auch, also in Wiener Jahrhundertwende, Zinshäusern hat man auch so gelebt, geschlafen mit Bettgehern, also wo einfach das Bett immer wieder neu besetzt werden musste, weil alle in einem Zimmer schlafen und Schicht arbeiten und so immer Platz machen müssen. Einer dieser Söhne darf überhaupt nur unter dem Bett schlafen, wie ein Hund. Genau. Die Kinder haben keine Namen, sondern Nummern. Und am Anfang ist das etwas irritierend, weil man schon vergessen hat, weil es ist jetzt der Bruder Nummer 8 oder der Bruder Nummer 7. Nur die Mädchen. Kleiner Duft, kleiner Duft, großer Duft. Genau. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht die große Unterscheidung, aber es sind nur zwei Mädchen. Ja, die sind leichter zu unterscheiden. Die sind übrigens ganz widerlich, also beide kommen nicht gut weg. Na, die ganze Familie kommt nicht gut weg. Ja, aber da gibt es Unterschiede, weil manche Brüder haben zumindest zu einem ihrer Geschwister eine besondere Beziehung und beschützen den. Ja, und der Vater ist natürlich ein richtiger
ein prügelnder und ja, ein ganz auch sadistischer Vater. Die Mutter ist jetzt auch nicht wirklich eine Sympathieträgerin, muss man sagen. Und trotzdem wächst einem diese Familie irgendwie ans Herz. Und das ist schon auch eine Kunst, dass man denen irgendwie näher kommt. Es gibt auch sowas wie einen Bildungsversuch. Also zwei dieser Söhne gehen an die Uni. Es bekommt beiden nicht wirklich gut. Dem einen bekommt zwar, also der macht zwar Karriere, aber der kommt dann in die Partei. Und es wird ganz klar, er kommt in die Partei nicht aus Idealismus, sondern er wird Funktionär, damit er ein besseres Leben hat. Ja, und damit er vor allem seinen Eltern sagen kann, guckt mal, ja, ich war immer der Dümmste von euch, habt ihr mir gesagt, und jetzt guckt mal, wie toll, wie ich es geschafft habe. Katja Riemann, wie ging es Ihnen bei der Lektüre? Ja, ich habe das Gefühl, dass ich dadurch wenigstens einen ganz kleinen Glimps einer Vorstellung von diesem Land erhalten habe. Ich stehe unter dem Eindruck, aber ihr würdet das besser wissen, dass es extrem gut übersetzt ist. Ja. Also übrigens, nicht nur in der Übersetzung, sondern auch in der Verdichtung, dass wir als Europäer dem folgen können, weil die Sprache einfach so ganz anders gegriffen ist. Es ist übersetzt von Michael Kahn-Ackermann, das wollte ich einmal noch benennen, der auch ein Nachwort geschrieben hat. Mhm. Genau. Genau, ja. Ah, ich soll noch was sagen. Nein, ich dachte, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ach so, okay. Aber haben Sie es auch als leicht empfunden, trotz all dieser Grausamkeit? Nee, ich habe es nicht als leicht empfunden. Also Sie mussten nicht auch immer wieder... Ich habe es nicht als leicht empfunden und ich habe, also wenn ich verstehe, dass man das natürlich vergleicht mit uns und dann ist es das 19. Jahrhundert, aber wir müssen gar nicht so weit gucken. Ich kenne solche Unterkünfte. Ich habe auch über sowas geschrieben. Es ist sicher kein leichtes Buch, aber es ist ein befreiendes Buch. Und man merkt bei jeder Zeile, bei Fang Fang, was sie sich da für einen Dreck, weil so nennt sie es auch, wirklich von der Seele schreiben muss. Und das ist diese Propaganda. Und das ist eine Propaganda, die über viele Generationen reicht. Die Kulturrevolution wird zum Beispiel auch so nebenbei erledigt, nicht? Also die traut sich schon wirklich einiges. Und dass diese Armut verwaltet wird von einem Staat, der ja alles daran gesetzt hat, angeblich die proletarische Revolution in seinem Staatsgebiet umzusetzen und dann kommt das dabei heraus, nicht? Also dann ist es das totale Versagen, das hier gezeigt wird. Und was das Wunderbare daran ist, ist auch immer, also ist diese Präzision, mit der sie es macht. Und sie ist ganz genau in den Angaben der Städte und der Orte und wo es geschieht, an den Bahngeleisen und was Straßen. Dieser Mensch gemacht hat und wo der vorher war. Und was die sammeln, was für Gemüse, genau, und womit die sich irgendwie über Wasser halten. Ja, also genau, diese furchtbare Geschichte mit dieser jungen Frau, die überfahren wird vom Zug und geliebt die wird eigentlich. Das ist auch ein von Bruder Sieben. Ich, ja, genau. Ich finde es auch so interessant. Also für mich hat es auch was Befreiendes im Sinne von, wie sie den Tod beschreibt. Der Bruder Zehn, der eben tot ist, sagt, er hätte von allen am meisten Glück gehabt. Also natürlich im Sinne, das Leben ist so schrecklich, dass der Tod eine Erlösung ist. Mhm. Aber gleichzeitig geht Bruder 2, der Suizid begeht, Tropfen für Tropfen gerne in den Tod. Mich hat das auch ein bisschen befreit von der Angst des Todes. Ja, aber es ist schon wirklich drastisch. Also es ist, es geht schon an die Grenzen, ohne dass es eine Form von Elendskitsch produziert. Ja, genau. Das ist ja wirklich eine Gratwanderung, dass man das beschreibt, ohne sich in diesem Elend, in dieser Elendsmalerei gütlich zu tun. Ja, was ich interessant fand, war, dass der Vater, der arbeitet ja am Dock, ne? Das ist so working class, also ein working man, ne? Der sich definiert über seine Kraft und eigentlich auch nur die Männer anerkennt, die auch so arbeiten können. Ne? Wir müssen nicht lesen und schreiben, wir arbeiten, man braucht uns. Ne? Und vor allem raufen und prügeln. Ja, das gehört, genau, das ist die Konnotation. Genau, aber tut eine Arbeit, die ist dann 20, 30 Jahre später, die ist nicht mehr existent. Mhm. Genau, ja. Und er sagt eigentlich, das Land braucht mehr Analphabeten, damit mehr auf dem Dock arbeiten, aber die Arbeit wird dann von den Maschinen übernommen. Also dieses Buch, es ist wirklich wie Schnaps trinken. Man ist berauscht und dann ist man verkatert und dann ist man wieder berauscht. Und jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Buch. Mhm. Es hat den Titel Mini-Horror. Und jedes Mal, wenn ich dieses Buch in die Hand nehme, ich weiß nicht, ich muss lachen, ich muss grinsen, es geht Ihnen schon
genauso, weil dieses Buch so skurril ist, geschrieben hat es die in Belgrad geborene und in Wien lebende Autorin Barbie Markovic. Sie ist für ihr literarisches Schaffen schon mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Kunstpreis Berlin für Literatur. Und dieses Buch hat auch schon ziemlich Furore gemacht. Es war auf einigen besten Listen auf Platz Nummer 1 beim SWR zum Beispiel. Und ich finde, dass Barbie Markovic mit diesem Roman eigentlich wie ein neues Literaturgenre erfunden hat. Daniela Striegel, Sie haben dieses Buch mitgebracht. Was ist das für eine Literaturgattung? Ja, entweder hat sie was Neues erfunden oder sie hat etwas Altes auf unverwechselbare Weise neu gemixt. Also es liest sich ein bisschen wie eine Mixtur aus Edgar Allan Poe und Roald Dahl und ein bisschen ein Schuss Kafka. Und dann eben sehr viel Barbie Markovic. Barbie Markovic kommt eben aus dieser Flüchtlingsgeneration von jungen Menschen, die mit ihren Eltern vor dem Jugoslawienkrieg geflüchtet sind, sich in Wien niedergelassen haben. Und diese Mini, die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur, hat einen ähnlichen Hintergrund. Kann es aber überhaupt nicht ausstehen, wenn man sie fragt, du redest irgendwie ein bisschen anders, woher kommst du? Also da in einer Geschichte wird sie rabiat und schlägt alle kurz und klein, wenn sie diese Frage stellen. Ja, und das ist ja das Interessante an diesem Roman. Sie schlägt alle kurz und klein, sie schlägt sie ja dann wirklich kurz und klein. Das ist ja dann eben wie in einem Comic. Die sind dann in Stücken. Die sind dann in Stücken zerfallen. Genau. Ja. Katja Riemann, wie ging es Ihnen mit diesem Comichaften? Also in dieser... Ich empfand das gar nicht als Comic. Ich bin so begeistert. Ich habe das Gefühl, ich habe lauter Kurzfilme gesehen. Oder jede Geschichte ist wie ein Kurzspiel. Ich bin wie verliebt in diese Autorin. Und ich bin jetzt tatsächlich kein Comic-Fan, weil ich das auch nicht gelernt habe, als Kind Comics zu lesen. Wie meinen Sie das? Sie haben das nicht gelernt? Es war bei uns verboten, Comics zu lesen. Ja. Und genau. Warum war es verboten? Wir haben Bücher gelesen. Oder was haben Ihre Eltern befürchtet beim Comic-Lesen? Ich weiß nicht, müsste man jetzt... Den verderblichen Einfluss von Schmutz und Schund. Ja, ich weiß, das waren jetzt nicht Graphic Novels, das war dann halt so tatsächlich Mickey Mouse. Ich kenne mich nicht aus mit Comics, es gab die bei uns nicht, bei uns gab es eben auch keine Bravo und so. Gab so verschiedene Dinge, macht ja nichts, dafür habe ich halt viele andere Bücher gelesen. Also darum, ich finde das... Es gibt halt diese ganz eleganten Übergang aus diesem Alltäglichen in so eine Art magischen Realismus. Und das ist mir ganz nahe, weil sie versucht, Dinge bildlich zu überhöhen, weil die eben so gefühlt sind. Mhm. Ja? Und dann muss man halt da diesen Schritt noch machen, dass man zerfließt oder so. Das ist interessant, dass Sie sagen magischer Realismus. Und ich glaube, das wäre auch meine einzige und leise Kritik an diesem Buch. Ich halte es ein bisschen für Etikettenschwindel. Es ist tatsächlich komisch und man lacht sich wirklich schlapp. Aber es hat einen todernsten Hintergrund und das ist die Wirklichkeit. Und die Resonanz dieser Wirklichkeit. Und wenn ich jetzt gerade denke, was aus Österreich zu uns dringt, ich glaube, am Freitag wurde bekannt, dass der ehemalige Bundeskanzler jetzt doch verurteilt wird. Und wir wissen, was bestimmte Immobilienmagnaten in der schweizerischen Bankenwelt unter anderem anrichten. Dann merkt man diesen Hintergrund und man merkt natürlich auch die Balkankriege. Es beginnt auf der ersten Seite eigentlich mit einem Donnerschlag, weil die Kriegsverbrecher sind schon auf der ersten Seite, in der dritten Zeile sind sie da. Und dann kommen die Monster und die Menschenfresserinnen und alles ist auf eine Weise gesättigt von dieser Brutalität unseres Alltages. Und mit der höchsten Kunst natürlich zur Pointe gebracht. Und das ist wirklich sehr, sehr bewundernswert. Ja, und ich würde gerne mal einmal in einer dieser Pointen reinhören, damit Sie zu Hause verstehen, was wir mit diesem Comichaften meinen, liest Hans-Peter Müller-Drossart jetzt einen sogenannten Mini-Horror. Die Autorin Barbie Markovic nennt das Mini-Horror, diese einzelnen Kapitel. Und dieses hat den Titel Der Freund. Hans-Peter Müller-Drossart, bitte. Minnie und Mickey treffen einen Freund in einer Bar und fragen ihn, wie es ihm geht. Gut geht es mir, sagt er.
Es stellt sich heraus, dass der Freund aufblüht, und zwar auf allen Ebenen seines Daseins. Er erzählt von seinen Erfolgen. Minnie und Mickey freuen sich für ihn. Es gibt ihnen Hoffnung, dass jemand aus dem Freundeskreis so viel Schönes erleben und sich so ein Leben aufbauen kann, auch wenn er nichts geerbt hat. Und gesundheitlich, fragt Mickey. Also, du wirst es nicht glauben, antwortet der Freund. Erinnerst du dich an mein Asthma? Klar, mein Asthma ist weg. Gratulation, sagt Mickey. Der Freund steht auf und springt mehrere Male in die Höhe, ohne außer Atem zu geraten. Ich bin fit, sagt er. Tatsächlich, sagt Mickey. Minnie und Mickey bewundern den Freund ehrlich für diese Entwicklung. Super, sagt Minnie. Du scheinst das Leben ausgetrickst zu haben. Der Freund erzählt, dass er auch bei der Arbeit inzwischen aufgestiegen ist und endlich genug Wertschätzung und Geld für seine Ideen bekommt. Er hat ein Haus gekauft. Ein Haus, sagt Mickey. Gekauft, sagt Minnie. Er fragt, ob Minnie und Mickey wüssten, was das Beste sei. Nein, sie wissen es nicht. Das Beste ist, sagt der Freund, dass ich trotz all dieser Entwicklungen jetzt noch viel mehr Freizeit habe. Sein Leben scheint echt nicht schlecht zu sein. Er kann sich entspannen. Nice, sagt Minnie. Minnie merkt, dass er die Lobesworte langsam ihr ausgehen. Der Freund macht aber weiter, legt mit Hobbys und Liebesleben nach. Er sagt, das Leben ist schön, das muss ich zugeben. Ich bin zufrieden. Und glücklich? Fragt Minnie. Ich bin glücklich, sagt der Freund. Ich kann mich nicht beschweren. Spätestens jetzt merkt aber Mickey, dass kleine Perlen am Haaransatz des Freundes hinuntergleiten. Dieser kann aber nicht mehr aufhören, seine vorteilhafte Situation zu schildern. Mein Partner ist wunderbar, ihr sollt ihn kennenlernen. Ich ernähre mich gesund. Ich reise, lese und genieße das Leben, sagt er. Großartig, sagt Minnie. Psychisch geht es mir auch gut, sagt der Freund. Minnie und Mickey sehen einander heimlich immer wieder fragend an. Mit ihrem Freund stimmt etwas nicht. Es wirkt, als würde er das Thema gern wechseln wollen, aber irgendwas erlaubt es ihm nicht. Seine Augen sind starr und aufgerissen. Mir geht es gut, sagt er wieder. Bist du sicher? Fragt Mickey. Natürlich, mir geht es hervorragend. Der Freund versucht, Minnie und Mickey zu überzeugen, dass bei ihm alles wirklich so super ist, wie er sagt. Er strengt sich sehr an und bringt immer neue Beispiele. Er zeigt ihnen Fotos von Haus und Garten. Er lacht nervös. Minnie und Mickey sind inzwischen alarmiert und beobachten die Adern an seinen Schläfen. Mickey bestellt ein Bier und geht auf die Toilette. 5 Minuten später. Er ist zerfallen, sagt Minnie, als Mickey zurückkommt. Mickey sieht zu Boden. Unter den Sesseln, bei der Tür, sogar auf der Schank liegen Teile des Freundes. Er war am Anfang richtig gut drauf, sagt Mickey. Jetzt wissen Minnie und Mickey nicht, was sie tun sollen. Minnie fühlt sich schuldig, obwohl sie nichts getan hat. Der Freund ist mitten in seiner Erfolgsgeschichte unsicher geworden und vor allen Anwesenden auseinandergefallen. Stück für Stück sammeln Minnie und Mickey ihren Freund auf und setzen ihn, so gut sie können, zusammen. Ja, damit er im Taxi seine Adresse sagen kann. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Hans-Peter Müller-Drossert. Ja, diese Geschichte von den Frauen, die Kekse backen. Ja, die sind und dann so ein bisschen Keks sich hier so an die Hüfte machen. Und die Mini macht das eben überhaupt nicht. Die hat den Mut, sich der Grässlichkeit, der Wirklichkeit zu stellen, ohne dabei Kekse zu backen. Ja, ihr seid Kekse. Dass der Mickey ja ein Österreicher ist. Genau. Es ist nicht ganz klar, der Dialekt ist irgendwie osttirolerisch, aber es könnte auch aus der Steiermark, er könnte auch aus der Steiermark stammen. Jedenfalls die Gebräuche dort, denen versucht sich die zugewanderte Minnie irgendwie anzupassen. Aber das geht ganz schief. Es gibt auch so einen Plachtenlauf, wo sie verprügelt werden von den Masken und wo sie nicht zurückschlagen können. Also es geht schon auch um reale Probleme der Integration und wie sie scheitert. Und weil Sie den Kapitalismus erwähnt haben, sehr schön ist auch die Geschichte, Sie bestellen eine Küchenplatte bei IKEA. Also IKEA wird so genannt. Es ist keine Schleichwerbung, im Gegenteil. Es funktioniert alles wunderbar. Sie können es gar nicht glauben, dass das so einfach ist, nur die Platte kommt nicht. Und trotzdem kommen aber die Monteure. Um sie zu montieren. Und da kommt es auch zu einer sehr handgreiflichen Auseinandersetzung, weil die Monteure wollen es einfach nicht wahrhaben, dass es hier nichts zu montieren gibt. Und es wird aggressiv.
Und so kippt das oft. Also manchmal ist es wirklich reiner Horror und manchmal ist es eigentlich reiner Alltag, ja, nur durch eine sehr spezielle Brille betrachtet. Ja, und in diesem Alltag zerfallen eben die Menschen oder sie verprügeln sich. Aber in der nächsten, im nächsten Mini-Horror sind sie ja dann wieder zusammengesetzt. Ja, aber es ist eigentlich Clips, läuft ja Comic-Clips und kein, also es ist kein Roman im üblichen Sinn, sondern es sind Geschichten. Aber es ist schon sehr bitter. Ja, Kurzfilme hatten viele sie Menschen gesagt, ne? Kennen wir, die auseinandergefallen sind, genau mit dieser Attitüde. Ich meine, das ist ja jetzt nicht eine, eine Pointe. Genau, das macht dieses System mit sehr vielen Menschen. Nämlich dieses ständige Behaupten, ich habe alles im Griff, bei mir läuft super toll. Es gibt auch einfach unerträgliche Menschen. Ja. Genau. Und die zeichnet sie auch. Und warum heißen die denn Minnie und Mickey? Was wollte sie wohl mit diesem Disney-haften? Naja, also man sieht es ja schon auch, ja, die Mickey Maus Ohren sind ja auch auf dem Cover schon drauf. Ich glaube, sie wollte schon auch zeigen, dass, dass dieses komische, also dass es sozusagen Rituale gibt und Klischees, aber dass diese Klischees an der Wirklichkeit sich erproben müssen. Also die funktionieren ja nicht wie Disney, sondern die versuchen ja auch zum Beispiel ein glückliches Paar zu werden, auch sehr schwierig. Ja, auch sehr schwierig und sie scheitern, sie... Ich glaube, das sind die Möglichkeiten dieser Menschen, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und die erzählt man genauso am Abend davor, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und am Schluss gibt es ja noch die totale Dekomposition in einem Spiel, in einem Spiel in 105 Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Und deshalb hatte ich diese Art und Weise, wie sie es gemacht hat, sehr eng verbunden mit dem Inhalt. Das ist genau das Problem einer Beziehung im Spätkapitalismus, dass sie sich eigentlich nur noch mit Quietsch-Stimme erzählen lässt, weil sie so grässlich ist. Ja, und dass sie nebeneinander sitzen, beide haben Handy und sie kommunizieren übers Handy. Furchtbar. Zum Beispiel. Auch eine tolle Szene. Also ich muss sagen, ich habe Tränen gelacht mit diesem Buch, aber ich habe nicht die Figuren ausgelacht. Also ich hab mich selbst ausgelacht. Ich habe mich selbst, ich habe auch meine Generation so wahnsinnig darin wiedererkannt und eben in der Schweiz, in Österreich, wir erleben nicht den Mega-Horror wie in der Ukraine, wie all die Orte, die sie besucht haben. Wir leben nicht im Krieg und trotzdem haben wir Mini- Horrors, aber eher im Sinne von seelischen Problemen, psychischen Problemen, die sie eben da durch dieses Comichafte so überträgt. Und jetzt kommen wir somit auch zum letzten Buch. Wir kommen sozusagen vom comichaften Roman zum romanhaften Comic. Wobei Lukas Berfuß, das Buch, was Sie mitgebracht haben, das ist kein Comic, sondern eine Graphic Novel. Sie haben mal als Leiter der Abteilung, Comic-Abteilung in einer Berner Buchhandlung gearbeitet. In Bern? Vielleicht, aha. Genau, in Bern. Egal. vielleicht können Sie uns einmal den Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel erklären, bevor wir inhaltlich einsteigen. Ah, ja, das ist eine interessante Geschichte. Also die sequentielle Kunst, das sequentielle Erzählen hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Und ich erinnere mich, dass ich mal die Nachbildung der Höhle Chauvet in Frankreich besucht habe. Und dort gibt es 25.000 Jahre alte Höhlenmalereien. Und die sind schon sequenziell. Da sieht man die Wisente in einer räumlichen Staffelung. Und diese räumliche Staffelung ist natürlich die zeitliche Staffelung. Weil genau das macht die sequentielle Kunst. Sie nimmt eine zeitliche Entwicklung und gestaltet sie räumlich. Also was passiert eigentlich im Abstand, ne? In diesen weißen Streifen? Genau. Was passiert da? Und es war natürlich entscheidend für die Entwicklung des modernen Comic war der Rotationsdruck im 19. Jahrhundert. Mit der Entwicklung dieser billigen Reproduktionsfähigkeiten wurde die Reproduktion von Bildern auch sehr billig. Und man hat in den Zeitungen hatte man die sogenannten Daily Strips. Dann gab es immer drei Bilder und dann hat man ganz über Monate hat man Geschichten erzählt. Dann gab es die Sunday Pages. Und erstaunlich, weil Sie das gesagt haben, Frau Riemann, von
Beginn weg war es ein propagandistisches Land, die Comics. Verderbt das unsere Jugend? Ja oder nein? Es kam aus der Gosse, es kam vom Bahnhof, es hat es nie richtig geschafft in die bildungsbürgerlichen Hallen. Mhm. Und es gab aber immer wieder Versuche, diese ganz spezifischen Möglichkeiten des Comics umzusetzen. Und eine der wichtigsten Figuren, ich habe ein Band mitgebracht, war sicher Will Eisner. Und das war ein Künstler, der kam schon aus der ersten Phase der Comics, der hat diese Strips gemacht, The Spirit, und hat dann irgendwann mal in den 80er Jahren angefangen, die ganz gewöhnliche Geschichten von ganz gewöhnlichen Menschen in Graphic Novels, so hat er sie auch genannt, dann zu erzählen. Und das Interessante daran ist, dass es sowohl beim Comic wie bei den Romanen eine gemeinsame Herkunft gibt durch die Serien. Ganz viele der großen Romane des 19. Jahrhunderts, von Dickens zu Dostojewski zu Henry James, die erschienen in Folgen. Mhm. Und das erschien auch in Folgen. Und wir werden sehen, und das wäre der Bogen vielleicht auch, Will Eisner war der Sohn eines jüdischen Immigranten aus Galizien, der in New York dann die katholischen Kirchen ausgemalt hat als Maler. Und man sieht, es ist eine europäische, eine globale Art und Weise, aus dem Leben zu erzählen. Und man findet Künstlerinnen und Künstler eigentlich in jeder Form. Und deshalb tut es mir sehr leid, hatten Sie so eine schwere Kindheit? Ich hatte gar keine schwere Kindheit. Ich habe einfach nur keine Comics gelesen. Das ist genau, das ist wie wenn man... Mir haben Sie sehr viel gezeigt und sehr viel gelernt. Und ganz bestimmt Barbara Jelin mit Emmy Armel und... Genau, ja. Das ist die Graphic Novel, die Sie mitgebracht haben. Und ich würde sagen, es ist eigentlich eine dokumentarische Graphic Novel. Emmy Arbel, die Farbe der Erinnerung. Es ist gezeichnet, also illustriert und auch geschrieben von der vielfach ausgezeichneten Comic-Künstlerin Barbara Jelin. Und darin geht es eben um die wahre Geschichte der Holocaust-Überlebenden. Emmy Arbel. Sie mag dieses Wort nicht, ja. Das ist auch sehr interessant. Stimmt, Frau Arbel wehrt sich immer dagegen. Sie versucht eigentlich ein Leben lang ihre Autonomie auch von dieser Erfahrung zu erlangen. Und ich glaube, das ist eines der großen Themen. Genau. Ja. Deshalb gibt es auch eine Beziehung natürlich zum ersten Buch, das wir heute Abend besprochen haben, nämlich der Frage, was macht eigentlich Gewalt mit den Menschen? Und es ist auf eine Weise erzählt, die auf der einen Seite sehr behutsam ist, weil sie die Position der Barbara Jelin, das heißt der Erzählerin, auch immer reflektiert und auf der anderen Seite gnadenlos in der Erkenntnis, was das mit den Menschen macht. Und dass das nie vorbeigeht. Dass das immer diese Gleichzeitigkeit der Dinge, das ist auch eine Kunst der Graphic Novel, dass sie anschaulich machen kann, dass wir immer die ganze Zeit als Menschen auf verschiedenen Bewusstseinsebenen funktionieren. Dass ich kann jetzt gerade zu mir nach Hause in die Küche und jetzt bin ich wieder hier. Ja. Und, mit ihrer Erinnerung. Und die genau, Erinnerung. Mit meinem Bewusstsein. Und das ist für diese unglaubliche Frau, diese Kraft, die sie auch zeigt. Man muss sich vorstellen, sie kommt als kleines Kind aus Bergen-Belsen in eine Familie nach Holland und wird dort vergewaltigt vom Adoptivvater. Und schafft es dann mit einer Passage nach Israel, kommt dort ins Kibbutz und zieht drei Kinder hoch und verliert eines davon durch Suizid und geht dann zurück nach Ravensbrück und erzählt spät im Leben über ihre Erfahrungen und der Aufbietung ihrer ganzen psychischen Kraft und das ist auch eine ethische Schule. Für mich war das auch eine, wenn diese Frau so am Leben festhält, weil das sagt sie auch mal, ich habe eine Verpflichtung dem Leben gegenüber und ich lebe und deshalb soll es ein gutes Leben sein. Was bedeutet das für mich, der alle diese Dinge nicht erlebt hat, wenn diese Frau diese Verpflichtung fühlt? Und dass die Frau sich getraut, auch darüber zu sprechen, das macht sie eigentlich mit der Arbeit auch an diesem Buch. Katja Riemann, wie haben Sie dieses Buch gelesen? Ja, ich fand vor allem diese Bilder so wahnsinnig schön, weil ja ganz oftmals das Bild selbst das Gefühl in einem erweckt, bevor man
ein Wort dazu liest. Ja. Und sie ja auch in den verschiedenen Zeitebenen, die Sie gerade schon so anschaulich beschrieben haben, die sind ja auch sichtbar in der Farbigkeit, in der Art und Weise, bis dahin, dass eben ein Bild dann nur noch schwarz ist. Also so strukturiert schwarz. Und man, genau, das ist die Farbe der Erinnerung. Und dass über ganz, ganz viele Bilder hinweg so ein Schleier liegt, als würde es, am Anfang wusste ich nicht genau, regnet es nun unentwegt, oder? Aber ist es letztlich der Schleier, durch den man hineinschaut in die Bilder der Erinnerung oder in die Farbe. Also ich fand das großartig, das dem zu folgen, auch wie einem Film. Mich hat das ein bisschen daran erinnert, an den dänischen Film Flea. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es ist nicht eine Graphic Novel, es ist eben auch nicht so ein Trickfilm, sondern es ist auch alles gezeichnet. Die Geschichte von einem Mann, der von Afghanistan nach Dänemark geflüchtet ist. Und das ist aber auch so, wie hier ja immer die Gespräche sind. Und man sieht ja auch immer wieder die Zoom-Calls zwischen den beiden Frauen, ist es dort eben ein Therapeut. Ne? So, und weil man das ja gar nicht also zeigen kann, jetzt in einem Film kannst du es ja nicht zeigen. Darum wurde es gezeichnet, daran musste ich denken. Und ich bin sehr, sehr angetan und tief berührt von der Lebensgeschichte, weil das ja auch in der Unerbittlichkeit, was ihr weiterhin widerfährt, einfach kein Ende nimmt. Das stimmt. Ganz und was natürlich Herr von Schirach nicht schafft in einem ganzen Buch, schafft sie in zwei, auf einer halben Seite, nämlich verständlich zu machen, warum diese Frau schweigt, nachdem sie vergewaltigt wurde von ihrem Adoptivvater. Mhm. Warum sie nicht darüber reden kann. Das, und man weiß dann auch plötzlich, dass man in derselben Situation wahrscheinlich auch schweigen würde. Ja, und geschwiegen hätte. Das und geschwiegen hätte, ja. Ist auch, ich kann einmal die Bilder in die Kamera halten, dass sie auch viele Zeichnungen, wo die Figuren oder Emmy Arbell in dem Sinn keine Figur, sondern eine echte Person ist, keine Münder. Es gibt sehr viele Zeichnungen ohne Münder. Es ist eine große Sprachlosigkeit. Ist es trotzdem auch literarisch, dieses Buch? Ja, man kann ja hier Bild und Text nicht voneinander trennen bei einer Graphic Novel. Und ich glaube schon auch, dass die Bilder die große Stärke sind. Der Text ist, also sie möchte ja auch zeigen, sich selbst nicht aussparen als Interviewerin. Das heißt, es kommen Szenen im heutigen KZ vor, wo pädagogisch umgegangen wird mit dem Thema, wo sich eben Emmy auch zur Verfügung stellt. Und da wird eben so gesprochen, dass es banal klingen muss. Und auf der anderen Seite gibt es diese Erinnerungen an früher. Ich habe mich zuerst eigentlich gefürchtet vor diesem Buch. Ich habe mir gedacht, wie kann man da vermeiden, ins Sentimentale abzugleiten? Aber ich finde, das gelingt gerade durch diese Wucht der Bilder und durch die Persönlichkeit dieser Emmy, die sehr überzeugend dargestellt wird. Mich hat sie, und die wird auch im Nachwort zitiert, an Ruth Klüger erinnert, nämlich dieses Kaltschnäuzige. Ja. Also auch einfach als Selbstschutz, nicht sentimental zu sein, zu sagen, nein, ich will kein Überlebendes sein, ich mag das Wort Holocaust nicht, ich sage einfach der Krieg. Für uns ist das der Krieg. Also sie kommt ja eigentlich aus den Niederlanden und ist mehrsprachig und sie sagt, in den Niederlanden heißt das der Krieg. Und sie will nicht, dass man sie bemitleidet. Sie will wahrhaftig sein, sie will keine Floskeln verwenden. Das vermittelt sich hier auch. Und es beginnt ja damit, dass sie eine Therapie macht und kommt etwas in ihr hoch. Und da fällt ihr manches ein, ohne dass sie es noch wirklich benennen kann. Also sie war offenbar jahrzehntelang nicht fähig, es zu benennen, und durch die Therapie wird es eben ausgelöst. Und man nennt es dann halt Retraumatisierung. Aber diese Fachausdrücke sind genau die, um die es ihr nicht geht. Nicht? Sie möchte, und da hilft ihr die Autorin dabei, sie möchte eben das authentisch ausdrücken und nicht irgendwie in ein klinisches Fachvokabular einordnen lassen. Ja, und das gelingt ihr auch so schwer, dann vor den Schulklassen erstmal zu sprechen. Sie wird ja eingeladen in Schulen, um als Überlebende zu berichten, aber das kostet wahnsinnig viel Überwindung. Sie schweigt ja dann die ganze Zeit. Sie spricht damit überhaupt niemandem. Ja, und das ist auch der Bruder Verrückte noch dabei. Nicht? Natürlich, aber das ist auch das Verrückte, was sie über Israel sagt. Weil in Israel hat man in dieser Generation auch nicht darüber gesprochen, mit den eigenen Kindern. Und dass sie
keine Mutter sein konnte. Das ist ein unglaublicher Moment in diesem Buch. Und dass sie sich geschämt hat, im Lager gewesen zu sein. Genau, die Scham, die natürlich jetzt auch bei von Schirach eine große Rolle spielt. Und dass der Täter eben auch ein Opfer war. Ja, genau. Also, dass man eben nicht schwarz-weiß zeichnen kann und sagen, alle, die in Auschwitz waren, das hat auch Ruth Klüger immer gesagt, da wird man kein besserer Mensch in Auschwitz. Dass der Täter selbst ein Überlebender war, also des Holocaust, und dann ein Täter wurde. Also dass eben das eine das andere nicht ausschließt. Ja, und gerade jetzt auch zu der Zeit, Katja Riemann, Sie waren jetzt die letzten Wochen auch, haben sich positioniert an der Berlinale gegen Rechtsextremismus in Deutschland. Ist dieses Buch auch eine Möglichkeit, ja, die Geschichte noch mal zu verbildlichen, den Leuten noch mal klarzumachen? Ja, wir sagen ja alle immer wieder, also wir sagen ja andauernd, nie wieder. Genau, nie das wieder. Das darf nie wieder geschehen. Und es geschieht ja aber fortwährend. Also ich stehe sehr unter dem Eindruck, dass wir nicht aus der Geschichte lernen, aber es vielleicht weiterhin versuchen sollten. Und dazu kann dieses Buch sicherlich beitragen. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Auf jeden Fall ist es so heute im Literaturclub, und das ist wirklich selten so, dass große Einigkeit besteht. Wir sind uns eigentlich über die meisten Bücher sehr einig, aber das bedeutet für Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, bedeutet es natürlich viele Leseempfehlungen. Es sind Bücher, die wir Ihnen wirklich ans Herz legen. Und damit kommen wir jetzt gleich zu noch mehr Leseempfehlungen. Wir kommen zur Tipprunde. Und die Tipprunde müssen wir ganz kurz halten, denn wir sind schon fast am Ende der Zeit. Daniela Striegel, was haben Sie mitgebracht? Marlene Haushofer, Die Mansarde. Hm. 1969 erschienen, ein sehr heutiges Buch, ein Eheroman, ein abgründiger und auch abgründig witziger und souverän abgeklärter Eheroman, entstanden, als Marlene Haushofer schon schwer krank, todkrank war. Aber das merkt man dem Buch überhaupt nicht an. Auch da geht es um Erinnerung. Sie bekommt, die Protagonistin bekommt im Laufe einer Woche jeden Tag eine Post von unbekannten Absender, und sie kommt drauf, das sind ihre eigenen Aufzeichnungen. Sie ist nämlich ungefähr 20 Jahre zuvor ertaubt und wurde von ihrem Gatten verbannt in ein Waldhaus und hat dort das geschrieben. Es ist eine Abrechnung mit der Wirtschaftswunderzeit. Und es ist eine Abrechnung mit der bürgerlichen Familie, mit der Fassade, mit dem, was wir einander vorspielen. Aber es geht auch um die Verbrechen des Nationalsozialismus, obwohl die mit keinem Wort wirklich genannt werden. Es geht darum, dass man, wenn man taub ist wie diese Frau, sich eine Beichte anhören kann, ohne zu hören, was derjenige gesteht. Also das ist die Ebene der Vergangenheit. Und in der Gegenwart zeigt sich auch nicht unbedingt ein Happy End. Es gibt auch sehr witzige, satirische Vignetten über Frauen, über bürgerliche Frauen, die sich auch selbst in die Tasche lügen. Also es kommen nicht nur die Männer schlecht weg in diesem Buch. Gut, und das alles in dem schmalen Buch. Lukas Berfus, was haben Sie dabei? Ich habe ein historisches Werk zur Ausnahme mitgebracht. Ein dickes Buch, aber halten Sie es kurz. Ja, genau. Das ist von Pekka Hämäläinen. Und das ist ein finnisch-amerikanischer Historiker. Und wir kennen die Geschichte des amerikanischen Kontinents immer aus der Perspektive jener, die von Europa darüber gegangen sind, Christoph Kolumbus und folgende. Und dieses Buch erzählt die Geschichte der Indigenen, der First Nations, der Innenpolitik, der Binnenpolitik dieser Stämme. Und wir sehen, es war alles ganz anders, als wir geglaubt haben. Und das ist eigentlich immer das Beste, was man von einem Buch sagen kann, dass es einem enttäuscht im besten Sinne. Und hier hat man wieder ziemlich viele Seiten, die man umblättert und denkt, wovon denke ich eigentlich noch? Es hätte sich so zugetragen und es war ganz anders. Ja, Katja Riemann, da sind wir ja schon wieder bei Ihnen. Fällt dabei ein Howard Zinn, A People's History of the United States. Das fällt mir jetzt gerade dabei ein, das muss ich unbedingt lesen. Was habe ich mitgebracht? Wir können ja tauschen. Bücher tauschen später jetzt. Zauber der Stille von Florian Illies ist jetzt gerade erschienen, meine ich. Und es geht um Caspar David Friedrich. Und was mir so gut gefallen hat daran, ist, dass er es aufteilt in Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und
immer die Geschichten erzählt, des Verschwindens auch von Bildern von Caspar David Friedrich, die dann irgendwo aufgerollt hinter irgendeinem Haufen Reifen liegen. Manchmal verbrennen sie, manchmal gehen sie im Wasser unter oder den Zeitgenossen. Ja, also ich habe das mit großer Freude gelesen und es ist wie eine Zeitreise und es ist tatsächlich lustig. Und ich empfehle eine Anthologie, ein Buch, mit dem Sie durch die Weltliteratur surfen können. Der Schweizer Germanist und Publizist Charles Linzmeier hat ein weltliterarisches Lesebuch veröffentlicht, Synchron Global. Und darin sind viele Essays, Kurzgeschichten, Gedichte von 135 Autoren von 1980 bis heute. Oh Gott, ich habe es falsch gesagt, von 1870 bis heute natürlich, das wäre sonst viel zu kurz. Auf jeden Fall macht dieses Buch aus dreierlei Gründen Spaß. Erstens, man liest wirklich hochkarätige Literatur. Zweitens, die Kurzgeschichten sind nicht nach Jahreszahlen, sondern nach Themen sortiert. Also wenn man sich zum Beispiel für Literatur in Kriegszeiten interessiert, wie wir jetzt heute, dann kann man das hier nachschlagen, aber auch zum Beispiel zu Themen wie Familie oder Kolonialismus oder Liebe. Und drittens, hinten im Buch sind die Biografien der Schriftsteller und Schriftstellerinnen in diesem literarisch-linzmeierischen Ton sehr eingängig zusammengefasst mit schönen Illustrationen von Claudio Fedriccio. Ja, und jetzt sind wir auch schon am Ende der Sendung und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese schöne, für diese lustvolle Runde bei diesen doch sehr schweren Themen. Herzlichen Dank, Daniela Striegel, Lukas Bärfuß. Vielen, vielen Dank, Katja Riemann, Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ich habe das Buch geschenkt bekommen. Ja. 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 Hier wird schon ordentlich Bücher getauscht und sich über Bücher ausgetauscht. Das ist wunderbar, genauso wollen wir es. Der nächste Literaturclub findet statt am 2. April. Dann führt sie wieder Jennifer Kakshuri, meine Kollegin, durch den Abend. Und sie hat als Gast die deutsch-amerikanische Schriftstellerin Deborah Feldman. Ja, und zum Abschluss gibt es wie immer ein Gedicht. Das habe diesmal nicht ich ausgewählt, sondern ich habe Hans-Peter Müller-Drossart gebeten, eins auszuwählen. Viel Spaß damit. Adieu miteinander, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, was noch nachzutragen wäre, beinahe so was wie eine Lehre von Johann Wolfgang von Goethe, die Frösche. Ein großer Teich war zugefroren, die Fröschlein in der Tiefe verloren, durften nicht ferner quaken noch springen, versprachen sich aber im halben Traum, fänden sie nur da oben Raum, wie Nachtigallen wollten sie singen. Der Tauwind kam, das Eis zerschmolz, nun ruderten sie und landeten stolz und saßen am Ufer weit und breit und quakten wie vor alter Zeit.